Wir starten mit einem Vortrag von Joachim Eisenberg über, vom BKG über die Open Data des BKG und ein bisschen Best-of of BKG. Schauen wir mal. Bitte sehr. Ja, okay. Danke, Anja. Moin in die Runde. Schön, dass so viel Interesse ist an dem Vortrag. Ich muss hier mal auf Play drücken, damit ich so ein bisschen die Zeit im Blick habe. Ich werde hier eine Menge Daten vorstellen. Das kann teilweise vielleicht sogar etwas langweilig sein, aber ich denke, der ein oder andere wird da auch Interesse an dem ein oder anderen Datensatz haben. Ich stelle vor also, was das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie an offenen Daten bereithält. Ich selber bin Joachim Eisenberg, seit 3 Jahren dabei, bin im Referat Informationsgewinnung und Ausbildung und im Kontext Informationsgewinnung bin ich bei der Produktentwicklung dabei, beschäftige mich hauptsächlich mit POI, aber auch weiteren Geodaten. Mal schauen, ich gehe mal hier rüber. Kurz zum BKG, das ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMI. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, der steckt hauptsächlich in dem Bundesgeoreferenzdatengesetz drin. Außerdem haben wir noch weitere Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Ländern und dem Bund. Also letztendlich sind wir der zentrale Dienstleister des Bundes für topografische Grundlagendaten, Kartografie und geodätische Referenzsysteme. Und in diesem Kontext möchte ich kurz auf unseren Standort in Wetzel verweisen. Da ist unser geodätisches Observatorium. Da werden unter anderem Messdaten gewonnen für die geodätischen Raumverfahren, Erdschweremessungen, seismologische Messungen etc. Wir haben einen weiteren Standort in Leipzig. Da ist unser Dienstleistungszentrum für Geoinformation und Geodäsie. Wir vertreten die fachlichen Interessen Deutschlands auf europäischer und internationaler Ebene und wir bilden auch aus Geomatiker und Feinwerkmechaniker. Außerdem ist das BKG Mitglied im Vosges e.V. und zwar seit 2020. In diesem Kontext haben wir schon so ein paar Sachen gemacht. Unter anderem haben wir BKG interne Mappathons gemacht. Wer mehr dazu wissen will, schaut einfach mal ins OSM-Wiki. Da haben wir eine eigene Seite. Da ist auch eine Präsentation drin, die ich auf der Vosges 2021 im Kontext von einem BOF zum Mappen von Behörden gehalten habe. Wir schulen interessierte Kolleginnen und Kollegen in OSM-Tools und binden auch verstärkt OSM in die Geomatik-Ausbildung ein. Auch dazu habe ich schon mal was vorgetragen. Das war alles noch virtuell übrigens, da war ich hier nicht live vor Ort. Und zwar auf der Vosges 2022. Die Daten werden hauptsächlich, also die offenen Daten von uns, werden hauptsächlich unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0 zur Verfügung gestellt. Und im Rahmen dieser Mitgliedschaft mit dem Vosges e.V. haben wir zusammen mit Vosges einen Ergänzungstext zu dieser Datenlizenz ausgearbeitet, sodass es möglich ist, die Daten, die unter dieser Lizenz stehen, auch in OSM zu verwenden. So, jetzt kommen Daten über Daten. Da werde ich teilweise ein bisschen mehr zu sagen können, wenn das Produkte sind, an denen ich selber mitarbeite. In diesem Bereich eher wenig. Also zum Beispiel haben wir die digitalen Landschaftsmodelle, die DLM 250 und 1000. Die werden jährlich aktualisiert und sind eine ideale kartografische Grundlage nach ATKIS Objektartenkatalog. Da stecken entsprechende Objekte, Straßen, Wege, Eisenbahnen drin, Relief in Form von Höhenlinien. Außerdem gibt es noch das Green Land Cover 5 Hektar Produkt. Das wird dreijährlich aktualisiert. Gerade arbeiten wir an der Version für 2021. Da steckt die Landbedeckung und Landnutzung drin. Einmal aus den Daten des Basis-DLM, aber auch durchaus aufgrund von multitemporalen Satellitenuntersuchungen. Da sind Sentinel-2-Daten drin und Rapid-Eye-Satelliten werden dafür auch verwendet. Die Ergebnisse, die entsprechen der CLC-Nomenklatur,
Die einzelnen Objekte werden auf 5 Hektar generalisiert. Dann haben wir digitale Geländemodelle mit einer unterschiedlichen Pixelgröße. Die werden etwa jährlich aktualisiert und basieren auf den DGM-5 von den Ländern. Die führen wir zusammen, homogenisieren das und generalisieren das dann entsprechend. Dann gibt es unterschiedliche digitale topografische Karten, die jährlich aktualisiert werden. Das wird aus den DLM abgeleitet und auch mit den geografischen Namen, ein Produkt kommt gleich noch, verknüpft. So eine besondere Form ist die TK200 der DDR mit einem Datenstand 74 bis 89 etwa. Und zwar haben wir da den letzten Datenstand eingescannt und bieten in diesem Kontext ein WMS an. Und zwar in 2 Ausgaben. Das ist einmal Ausgabe Staat, Ausgabe für die Volkswirtschaft, aber sicherlich eine ganz interessante Sache für den einen oder anderen. Fast alle Datenprodukte, die wir anbieten, bieten wir auch als Dienst an. Hier möchte ich noch auf 2 Dienste hinweisen und auf einen eigentlich nicht. Dazu wurde genug gesagt schon auf basemap.de. Aber vielleicht noch auf die Top Plus Open. Das ist ein Dienst, der jährlich aktualisiert wird mit einer weltweit einheitlichen Kartendarstellung. Da stecken ganz unterschiedliche freie Daten drin, aber da steckt auch eine Menge OSM drin und damit wird das überhaupt erst zu einem richtigen und sinnvollen Dienst in dieser Abdeckung. Da gibt es unterschiedliche Varianten, einmal die Top Plus Open in Volltonfarben, dann in verschiedenen Graustufen und dann gibt es davon noch eine Light-Variante, das ist mit einem reduzierten Inhalt, aber auch so etwas dezenteren Farben und dann auch noch in einer grauen Version. Also es eignet sich ideal als Hintergrundkarte. Es gibt verschiedene Daten zu Verwaltungsgebieten in verschiedenen Maßstäben als freie Daten, die jährlich aktualisiert werden. Da stecken Verwaltungsgebiete drin, vom Staat bis zur Gemeinde. Und das gibt es auch ganz ähnlich auf europäischer Ebene. Das ist in Anlehnung an die Verwaltungsgebiete erzeugt in diesen klassischen 3 Hierarchiestufen, die die NUTS-Daten haben. Steht für Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Und diese Hierarchieebenen, 1, das sind die Bundesländer, 2, das sind dann Regierungsbezirke oder auch statistische Regionen und die dritte Ebene sind die kreisfreien Städte und Landkreise. Und auch für statistische Auswertung sicherlich interessant, das sind die Geogitter, die 5 jährlich aktualisiert werden mit ganz unterschiedlichen Kachelgrößen von 100 Meter bis zu 100 Kilometer. Also für statistische Auswertung sicherlich recht interessant. So, ein Datensatz, den es noch nicht so lange gibt, das sind der ausgebaut wurde, das sind die Gebietseinheiten in 2 unterschiedlichen Maßstäben, die jährlich aktualisiert werden. Und zwar sind das nicht administrative Gebietseinheiten, die basieren zwar auf den VG, aber da stecken dann so Gebietseinheiten drin wie Raumordnungsregionen, Reisegebiete, Arbeitsmarktregionen. Das stammt halt vom BKG, aus den VG herausgezogen, aber auch vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, von Destatis und halt aus der VG wird es abgeleitet. Für OSM potenziell interessant sind sicherlich die geografischen Namen, die jährlich aktualisiert werden und Namen zu Siedlung, Verkehr, Vegetation, Gewässer etc. enthalten. Da stecken dann auch noch mehr Attribute drin, beispielsweise eine Gewässerkennziffer aus der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Sobald es sich um einen Gewässernamen handelt, da gibt es einen Punktdatensatz zur Verortung dieser Namen, aber auch Polygone, um diese Namensverortung korrekt machen zu können. Es gibt einen Kfz-Datensatz, wo Gemeinden die entsprechenden Kfz-Kennzeichen zugeordnet sind. BZB Open, das ist ein recht neues Produkt. Das ist ein Produkt, was ich erzeuge, was wir sukzessive aufbauen wollen. Derzeit stecken da
Behördenzuständigkeitsbereiche drin von der Bundesagentur für Arbeit. Aus diesen ganzen Hierarchiestufen von ganz unten, Jobcenter über Geschäftsstellen der Arbeitsagenturen und so weiter. Und auch die Zuständigkeitsbereiche von Gerichten, das ist ein Datensatz dann von De Statis, den wir aufbereiten, ist gerade aktualisiert worden. Der Bereich Landschaften, das ist ja immer so ein recht schwieriger Begriff. Ich weiß nicht, aus dem Geografiestudium, ich bin Geograf, da steckt dieses landschaftliche Kontinuum drin. Also die Abgrenzung ist recht schwierig. Aber da muss man drauf achten, wenn man mit den Daten arbeitet. Letztendlich sind das recht unscharf, rechtlich nicht festgelegte Begrenzungen. Die Namen basieren auf einer Arbeit von Liedtke. Aber da taucht jetzt auch wieder dieser ständige Ausschuss für geografische Namen, Stagen, auf. Ja, hat der Arnulf eben schon genannt, was da Berücksichtigung findet bei den Landschaften. Dann gibt es verschiedene Mosaike noch aus Sentinel-2-Daten. Und zwar einmal ein Deutschland-Mosaik, das wird laufend aktualisiert und erweitert. Da stecken einmal die Bänder, die RGB-Bänder drin, aber auch NAS, Infrarot und Red Edge mit einer Bodenauflösung von 10 Meter. Wenn diese Bänder eine gröbere Auflösung haben, wurden die über so eine Resampling-Technik an die 10 Meter angepasst. Das Mosaik gibt es auch für ganz Europa mit der 10 Meter Bodenauflösung. Da ist es, aber dann sind es nur die RGB-Bänder, die da entsprechend wiedergegeben werden. Zum Starkregen hatte der Lukas gestern schon ausführlicher gesprochen. Zu dem POI Open habe ich gleich noch zwei extra Folien, dass ihr da so einen Einblick halt erhaltet. Vielleicht ist das auch wieder ein interessanter Datensatz, den man auch in OSM verwenden kann. Über die offenen Daten hinaus haben wir auch interaktive Atlanten. Davon hat Lukas gestern auch schon mal gesprochen. Also zum Beispiel zu Themen Hochwasser oder Dürre, die man sich entsprechend online anschauen kann. Es gibt es gibt interaktive Kartenanwendungen, zum Beispiel das Map-on-Demand-Verfahren, wo Sie druckfertige Karten erzeugen können als PDF oder als TIFF für nicht kommerzielle, kostenfreie Nutzung. Aber es ist ein sehr interessantes Tool, empfehle ich. Und es gibt noch verschiedene Web-Anwendungen, zum Beispiel einen Koordinaten-Transformationsdienst. Diese Angaben, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, die entstammen einem PDF, einem Produktkatalog Open Data des BKG, ist auf den Seiten des BKG recht gut zu finden. Und da haben Sie nochmal die Übersicht, auch noch mit weiteren Diensten aus dem Bereich der Geodäsie. So, ich hatte es angekündigt, ich möchte kurz noch die POI Open etwas ausführlicher vorstellen. Derzeit sind das sechs Themen, die wir da im Angebot haben. Das sind zum einen Flughäfen, das sind derzeit 40 Objekte in Deutschland. Da steckt der Name drin, aber auch der ICAO-Code, und zwar ist das der Code der zivilen Flughafenbehörde. Und das ist also ein Code, womit man diese Objekte ganz genau identifizieren kann. Da stammen die Namen aus dem DLM 250, verknüpft mit dem Luftfahrthandbuch der deutschen Flugsicherung. Da steckt auch das Attribut Typ drin, da wird unterschieden, auch in Anlehnung an das DLM 250, nach international, regional. Und dann gibt es auch noch diesen Bereich Sonderflughäfen. Das sind, glaube ich, drei derzeit in Deutschland. Es gibt ein Thema Grenzübergänge. Das wird automatisch bei uns erzeugt, da wo Straßen Grenzen kreuzen. Da werden die entsprechenden Punkte gesetzt und mit dem nächstliegenden Ort verknüpft. Der Bezeichner der Straße steckt da drin. Typ ist einheitlich auf, Moment, muss ich mal gerade schauen,
auf Straßenverkehr gesetzt. Ursprünglich war das eine Kombination zwischen den Themen Flughäfen und Grenzübergänge. Da gab es also auch entsprechende andere Typen noch. Inzwischen haben wir das aufgeteilt. Ein recht umfangreiches Thema, das sind die Hubschrauberlandeplätze. Da stecken Informationen auch wieder aus dem vom Luftfahrtbundesamt und von der Deutschen Flugsicherung drin. Das haben wir aber nachgearbeitet. Da saßen unsere Azubis 1,5 Wochen dran und haben an den Attributen Befestigung und Kennzeichen gearbeitet. Und zwar haben sie wirklich jedes Objekt analysiert und mit den digitalen Orthofotos verglichen und geschaut, inwiefern man dort eine Kennzeichnung findet oder ob auch eine Befestigung da entsprechend zu erkennen ist. Wir haben eine Autobahnkilometrierung auch als Thema der Bundesautobahn. Das orientiert sich an einer bestehenden Kilometrierung des Bundesinformationssystems Straße, der BAST. Letztendlich ist das aber eine unvollständige Kilometrierung. Wir haben das automatisiert weitergeführt, auch mit einer Richtungsangabe. Wir haben ein Thema Seehäfen, das orientiert sich an der Quelle des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, und ein recht neues Thema zu Traumazentren. Da gibt es die sogenannte Akademie der Unfallchirurgie GmbH zur Behandlung Schwerverletzter, und dieser Datensatz wurde uns frei zur Verfügung gestellt, sodass wir da ein Thema innerhalb der POI oben auch erzeugen konnten. Auf ein Thema möchte ich kurz nochmal extra hinweisen. Das ist ein neues Thema, was es jetzt in der nächsten Aktualisierung geben wird. Und zwar handelt es sich da um das Thema Haltestellen mit ganz unterschiedlichen Verkehrsmitteln, mit denen diese Haltestellen angefahren werden. Ist extrahiert aus dem GTFS-Datenmodell, was wir noch gemacht haben. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir haben die Anfahrten berechnet dieser Haltestellen, und zwar einmal pro Arbeitswoche und dann auch pro Gesamtwoche auf einen Tag reduziert, und entsprechend kann man da auch statistische Auswertungen mit diesen Datensätzen machen. Das soll es erstmal auch zu den POI Open gewesen sein. Auf den Internetseiten des Dienstleistungszentrums können Sie sich deutlich ausführlicher noch informieren. Ich hatte eingangs die Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0 genannt. Das sind etwa 95% der Open Data Produkte, die unter dieser Datenlizenz stehen, und auch den Ergänzungstext, den wir dazu gemeinsam mit dem Vosges e.V. erzeugt haben. Wenn Sie jetzt so ein Produkt auswählen, haben Sie da verschiedene Reiter, unter anderem auch hier hervorgehoben die Nutzungsbedingungen. Und da ist auf die Nutzung in OSM hingewiesen, also Verwendung des Datensatzes für die Pflege und Erweiterung der Daten des OpenStreetMap-Projektes wird unter Einhaltung der entsprechenden Informationen aus dem Ergänzungstext erlaubt. Und wenn Sie hier über den Link gehen, finden Sie diesen Ergänzungstext in deutscher und englischer Sprache. Und hier vielleicht nochmal hervorgehoben, dass wir entsprechend in der Liste der Mitwirkenden genannt werden müssen. Das ist so der Fall, da sind wir aufgelistet. Und dass man, wenn man unsere Daten verwendet, in dem Change-Set entsprechend uns auch als Quelle nennt. Aber so ist es halt möglich, die entsprechenden Daten unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung auch zu verwenden. So, das soll es erstmal gewesen sein. Entschuldigung, diesen schnellen Ritt durch die Open Data des BKG, aber ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielleicht noch kleine Informationen. Wir haben auch einen Stand hinten vom BKG. Also wenn Sie auch am BKG als Arbeitgeber interessiert sind oder an einer Geomatik-Ausbildung, dann können Sie sich da gerne informieren. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich kann mich gar nicht also hier vor Fragen retten. Ja, schön. Das ist wirklich ganz toll. Es sind ganz viele Fragen angekommen. Scheinbar scheint es wirklich einen Nerv zu treffen. Mhm. Und auch hier als erstes mal ein Dankeschön, was angekommen ist. Ne, danke für das Engagement vom BKG für die offenen Datensätze. Mhm. Ja, auch hier gerne. Einen kurzen Applaus, bitte. Bevor du mit den Fragen loslegst, möchte ich darauf verweisen, ja, ich bin an zwei Produkten beteiligt in der Entwicklung, das sind die BZB Open und dann den POI Open. Die anderen Fragen muss ich sehen, ob ich die beantworten kann, sonst vielleicht Kolleginnen, Kollegen von mir oder am Stand nochmal fragen, aber ich schaue mal, was kommt. Ja, die Fragen werden ja auch archiviert und wir werden sicherlich auch, weil es wirklich eine ganze Menge an Fragen sind, nicht alle stellen können. Fange ich mit den POI-Fragen an, weil da sind nämlich auch einige angekommen. Es wäre ja Wunschtraum, es wäre toll, wenn es bundesweit POIs zur Verfügung gäbe. Wer ist dafür zuständig? Gibt es da einen Ausblick? Hat das BKG gegebenenfalls da schon eine Lösung für? Also erstmal vielleicht den Hinweis auf unseren gesetzlichen Auftrag. Die erste Folie, wir sind Geodatendienstleister des Bundes. Wenn vom Bund ein Bedarf an uns herangetragen wird, schauen wir, ob wir das umsetzen können. Wenn es möglich ist, das als Open Data umzusetzen, dann machen wir das. Wenn es nicht möglich ist oder wir den Datensatz deutlich verbessern können unter Zuhilfenahme eines anders lizenzierten Produktes, dann können wir das leider nicht als Open Data zur Verfügung stellen. Wir haben ja eine ganz umfangreiche Liste an POI-Themen in dem Produkt POI-Bund. Teilweise ist das vielleicht möglich nach Umsetzung der High-Value-Dataset-Verordnung Mitte des Jahres, dass wir das dann auch in das Produkt POI-Open schieben. Aber ich würde eigentlich das ganz gerne noch abwarten. Dann müssen wir einfach mal sehen, da geht es viel über die Geokodierungsdienst ist derzeit noch unter einer anderen Lizenz, dass wir das erstmal so nicht weitergeben können, aber da müssen wir einfach gucken. Also letztendlich Bedarfe werden an uns von Bundesbehörden gemeldet. Wir setzen das um, dass jetzt von anderer Seite Bedarfe gemeldet werden. Da müssten wir sehen, ja, was möglich ist. Aber beispielsweise, wenn wir Daten einkaufen, dann sind die ganz klar für den Bund lizenziert. Wir können die nicht breiter lizenzieren, weil das dann auch vielleicht das Budget wieder nicht hergibt. Okay, vielen Dank. Alle Daten, die vom BKG bereitgestellt werden, können die auch sozusagen in OSM verwendet werden? Nahezu alle Open Data-Daten, aber wirklich dann die unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung. Da gibt es ein paar Ausreißer, die unter anderen Lizenzen stehen und da bin ich zu wenig Lizenzrechtler, als dass ich sagen könnte, na okay, wenn die jetzt unter der Lizenz stehen, ist das auch unproblematisch. Aber da können Sie sich gerne auch an unserem Stand nochmal im Detail erkundigen. Unter anderem ist da die Koordinatorin Open Data des BKG, da haben wir eine ganz neue Stelle auch eingerichtet, heißt, wir kennen ja auch die Bedürfnisse und wollen auch versuchen, möglichst viel Open Data zu stellen. Super. Dann wird noch das DGM angesprochen. Ist es da geplant, eine höhere Auflösung bereitzustellen, beispielsweise wie das in Österreich ist, 10x10 Meter? Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Okay, dann auch am Stand oder später. Mhm. Ich schaue noch mal in den Saal. Gibt es hier aus dem Saal noch jemand, der eine Frage stellen möchte? Da ist eine. Hallo, ich habe eine Frage zu den BZB-Daten, zu den Behördenzuständigkeiten. Sind da auch die Zuständigkeiten für die Amtsgerichte, welche Grundbuchbezirke die zuständig sind, mit dabei? Letztendlich basiert der Datensatz auf einer Destatistabelle. Die haben also GVISIS, ich bin mir gerade nicht sicher, wofür die Abkürzung steht. Jedenfalls sind da die Zuständigkeitsbereiche drin, bezogen auf die Verwaltungsgebiete von uns. Die direkte Unterscheidung zwischen, wenn es da Abweichungen gibt, für Grundbuch zuständig oder für andere Bereiche zuständig, dann ist das schwierig. Ich denke aber gerade bei den Grundbucheinträgen gibt es einzelne Gerichte, die übergreifend dafür tätig sind, immer mehr. Also da
Ja, ich weiß, dass ein Gericht für mehrere Grundbuchbezirke zuständig sein kann, aber es ist sehr schwierig, so eine Liste zu bekommen bei den einzelnen Bundesländern für den gesamtdeutschlandweiten Datensatz. Genau, aber das ist zum Beispiel sowas, das nehme ich mir gerne mit. Ich muss mal schauen, was die Daten hergeben und ob wir das dann auch spezifisch des Themas nochmal anpassen können oder da vielleicht dann auch zwei Layer draus machen. Okay, gut, danke. Ja, vielen Dank. Okay, dann herzlichen Dank für diesen Vortrag. Wir gehen in die Pause. Dein Applaus. Okay, danke schön, Anja.